Du planst wieder einen neuen Kurs, oder? Die Gezeiten bleiben für uns niemals gleich. Wir müssen mutig und bestimmt weiter, um unsere Reise zu vollenden. Und wie erkennen wir, dass wir da sind? Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Civilization 6. Jetzt musste ich kurz mitzählen. Ja, wir sind übrigens auch nicht allein. Mit am Start ist der liebe Frank. Aber ich weiß nicht, ob er schon entmutet ist. Ja, Frank ist entmutet. Das ist übrigens ein kleines Live-Let's Play. Ich weiß also, weiß nicht, inwiefern das Ganze ein Live-Let's Play ist, aber wir machen jetzt auf jeden Fall ein bisschen live. Deswegen werde ich auch ein bisschen mit dem Chat interagieren und sind gerade übrigens 6 Zuschauer und danke erstmal dafür. Und die Musik ist zwar mega episch, aber wenn Frank dabei ist, vielleicht ein bisschen zu laut. Also mein Rechner hat ja dauernd eine Ladeschleife, also ich habe es im Moment noch nicht mitbekommen. Ja. Gut, dann kannst du ja später auf YouTube angucken. Aber an meinem Internet sollte es tatsächlich nicht liegen. So. Boah. Das ist episch. Musik, episch, Spiel, episch, Trailer, episch, alles episch. Boah, geil. Also, Leute, wir machen eine Einzelspieler-Kampagne, falls man es so nennen kann. Und wollen wir ein Tutorial spielen oder wollen wir gleich richtig loslegen? Ich denke mal, wir können gleich loslegen, oder? Wir legen gleich los, wir hauen alles rein, wir bumsen das Ding und Spaß, also Einzelspieler. Wir legen los. Jetzt spielen, Spieler, stellen wir sie auf einer Karte. Erstelle ein neues Spiel mit eigenen Einstellungen. Ich würde nur sagen, erstelle ein neues Spiel mit eigenen Einstellungen, oder? So. Schwierigkeitsgrad. Siedler, Häuptling, ich glaube, Anführer. Gut, wen nehmen wir als Anführer? Wir haben zur Auswahl, Friedrich Barbarossa, Gandhi. Ich kenne die gar nicht alle. Aber ich gucke mal durch und sag mal die für mich in Frage kommen. Sind ja angeblich alles große Menschen, die man kennen sollte. Also zumindest sind die halt darauf angelegt.
Also ganz ehrlich, der einzige, der mich jetzt wirklich reizt, weil ich halt auch ein riesiger Gandhi-Fan bin, ganz im weisen Sprüche und so, ich würde Gandhi nehmen. Haben wir auch bei Civilization, 3 haben wir immer für Gandhi auf jeden Fall alles, was Gandhi wollte, haben wir gemacht. Also wir nehmen Gandhi. Gandhi. Zack. Was sind wir von Schwierigkeitsgrad? Siedler, Häuptling, Kriegsherr, Prinz, König, Kaiser, Unsterblicher und Gottheit. Gottheit ist natürlich am schwersten. Ich würde sagen, vielleicht Prinz ist halt so, oder Kriegsherr vielleicht. Das ist halt so mittelmäßig. Also beziehungsweise mittelmäßig. Kriegsherr geht noch eher so ins Leicht über. Dann nehmen wir das. Spieltempo Standard, Online, Schnell, Standard, Episch, Marathon, ich würde Standard sagen, oder? Kartentyp, Kontinente. Aha. Ich guck mal so durch. Ich würde sagen, wir nehmen ganz normal Kontinente, oder? Und Kartengröße wählen. Duell, winzig, klein. Standard, groß, riesig. Auch Standard, oder? Ich würde sagen, riesig, ne? Nehmen wir riesig? Ja, riesig. Riesige Karte riesig für 12 Spieler. Ach so, genau. Okay. Standard ist für 8, klein ist für 6, groß ist für 10. Wollen wir groß nehmen oder Standard? Also klein, ich finde 6 ist erstmal ein bisschen wenig. Nehmen wir groß oder Standard? Eins von beiden, würde ich sagen. Boah. So. Für was wärst du jetzt? Wärst du jetzt eher für Standard oder groß? Nehmen wir groß, oder? Nehmen wir groß, nehmen wir. Wir übertreiben gleich. Wir starten. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Seid gütig, Gandhi Babu, dann werdet ihr euch zwischen wahren Freunden wiederfinden. Sorgt dafür, dass das indische Volk in Sicherheit ist und beschützt es mit den mächtigen Elefantenkriegern. Euer Glaube wird euch zu Frieden und Harmonie führen. Öffnet stets euren Geist und seid selbst die Veränderung, die ihr auf der Welt sehen möchtet. Schön, was Gandhi hier mal wieder erzählt hat. Da steht auch Led, bitte warten. Geht es jetzt echt um diesen Warten? Ja, wir könnten jetzt natürlich noch durchlesen, was hier steht, aber erstmal 6 Zuschauer für die Zeit. Leute, danke. Schreibt doch gerne was in den Chat, wenn ihr wollt. Wir sind hier sehr offen. Ja, genau. Und wir können das Spiel beginnen. Es geht los. Let's start. Spiel beginnen. Oh, seid gegrüßt, episch. Mein Oberhaupt. Als eure persönliche Beraterin obliegt es mir, euch in allen Fragen bezüglich der Herrschaft über eure Zivilisation zu unterstützen. Ich bin euch stets zu Diensten. Gut, ich bin neu bei Civilization oder neu bei Civilization 6. Ich habe Civilization 5 zwar nur ganz kurz gespielt, beziehungsweise 3 Stunden, glaube ich. Ich würde sagen, trotzdem sagen, ich bin neu bei Civilization 6, oder? Ja, machen wir, oder? Gut. Machen wir, ja. So. Denn, Alter, und die Grafik, einfach, es ist einfach so krass. Immer Steuerung G oder Steuerung R war Raster. Steuerung G. Steuerung R. Muss ich mal aufpassen, nicht, dass das hier irgendwelche Hotkeys von meinem Aufnahmeprogramm sind. Nee. Okay, ich würde erstmal sagen. Doch, Gitter war eingeblendet. Ist ja standardmäßig eingeblendet, oder? Was ist denn das hier für einen, okay. für ein Flackern? Ah, lass uns einfach mal flackern. Okay, ich würde sagen, die Krieger gehen mal ein bisschen erkunden. Wie ging denn das, dass man die fortbewegt? Ah, jetzt habe ich sie fortbewegt, das ist ja eine Kunst. Und die Siedler?
gehen mal, wo gleich hier mal hinlaufen. Nach da. Wie war denn das? Und Spaß, ich habe jetzt doch so im Nachhinein gar nicht mehr so viel Ahnung vom Spiel. Aber du kannst es mir bitte erklären. Wie war das? Wie konnte man eine Stadt... Also man kann sie mit den Maus... mit den Maustasten bewegen und man kann sie auch mit... Ja, mit dem Nummernblock bewegen oder... So, also bewegen können wir uns erstmal nicht, wenn wir nämlich sagen, erstmal nächste Runde. Der logische Schlussfolgerung. Ich würde mal sagen, wir suchen erst Wasser. Ach ne, wir haben ja schon unsere Stadt. Empfohlener Siedlungsort. Ah ne, es sind nur empfohlene Siedlungsorte. Otter. Mhm. Du sagst ja immer am besten am Meer, ja? Am Meer, genau, am Wasser. Ich glaube, hier geht's in Richtung Meer, oder? Ne, überhaupt nicht. Okay, na gut, am Wasser, hier sind halt Flüsse, ja. Das ist halt die Frage. Im Video. Wo kommt denn dieses Flackern her? Das würde mich interessieren. Das stört mich jetzt nicht, aber... Vielleicht vom Licht. Da, wo viel Nahrung ist. Ach los, lassen wir es flackern sein und legen wir los. Okay, warte mal, habe ich jetzt die Einstellung so gelassen? Bestätigen. So, gut, wir müssen tatsächlich schon die nächste Runde machen. Gut, hier ist jetzt ein Fluss. Einheit benötigt Befehle. Dann kriegt er welche. Ja, kein Problem. So. Und ihr braucht auch noch Befehle, richtig. Na gut. Ach man. Hier gibt's halt Reis. Vielleicht sollten wir da unser Örtchen aufschlagen, wo es auch Reis gibt. Ist das eine Idee? Mhm. Es hier auch Tee gibt, ja. Umso mehr Nahrung, umso besser kann die Stadt wachsen. Ah, okay. Kannst du vielleicht das Mikrofon mal ein bisschen besser irgendwie vor dem Mund oder ähnliches nehmen? Mhm, warte. Also ich habe hier schon das Headset. Okay. Ist eigentlich ganz gut. Ja, von Qualität ist nichts zu beschweren. Nächste Runde. Bin gerade, habe erstmal ein bisschen die Map ein wenig erkundet. Mhm. Große Werke. Achso, mit W bin ich da hingekommen. Nice, hallo, Migator. Schön, dass du reingefunden hast. Wie geht's dir und. Ja. Ja, wie geht's denn so? Mal gucken. Warte, wie kann ich mich hier denn auf der Map bewegen? Ach so, Pfeiltasten. Muss man sich dran gewöhnen. Wer sonst noch WASD? Mhm, im Normalfall schon, aber hier sind's die Pfeiltasten. So. Ich würde sagen, empfohlener Siedlungsort machen wir dahin, wo es auch Reis gibt, oder? Bin ja ein kleiner Reis-Fanboy. Gut, macht ihr einen Together? Nein, also ich spiele, Frank hat das Spiel früher sehr viel gespielt und erklärt es mir nebenbei ein bisschen und... Ja, aber, aber in irgendeiner Hinsicht ist es doch schon ein Together. Aber wir spielen halt nicht so, wie es möglich ist im Multiplayer. Hier nur zusammen. Das wäre super, ja. Wäre super, aber dafür ist technisch ja derzeit bei uns beiden. Also bei mir jetzt nicht das Problem, es liegt ja mal auf deiner Seite. Nee, technisch ist bei dir nicht das Problem. So. Zack, und jetzt haben wir noch einen Zug und zwar für Stadtgründen.
da wo es Reis gibt und wo eine schöne Stadt ist. Stadt gründen. Wir haben eine Stadt gegründet, das gibt's doch nicht. Alter, das sieht ja geil aus. Alter, gefällt mir das alles gut. So, wir haben Delhi gegründet. Und ich lasse die mal ein bisschen in die Richtung latschen. So, wie war denn das jetzt? Wie konnten wir jetzt Dinge. Oder? Wie konnten wir jetzt so Dinge machen, halt so. Weißt du noch, was ich meine? Ich habe halt Produkt wählen, so war das, genau. Wir können Handwerk lernen. Krieger, wollen wir Krieger? Statt Handwerker? Krieger erstmal, oder? Erstmal Krieger. Okay, 10 Runden. Wir brauchen was, was die Stadt schützt. Müssen wir mit leben, mit 10 Runden. So. Denn Forschung wählen. Ach, Forschung haben wir auch noch nicht gewählt. Astrologie, Bergbau, Keramik, Segeln oder Tierzucht. Tierzucht ist immer das Erste, oder? Gut, Tierzucht. Und wir... hallo an 6 Zuschauer übrigens hier im Stream. Und ich würde mal sagen, mit den Kriegern gehe ich erstmal ein bisschen die Welt erkunden, oder? Genau. Gut, dann mache ich das mal. Und es tut sich ja schon sehr, sehr viel auf. So. Das war schon, nächste Runde. Kann ich hier tatsächlich nur mit den Kriegern ein bisschen rumlaufen? Das ist, na gut. Muss ich mitleben. Warte mal, was hätte ich denn hier gerade noch für eine Möglichkeit? Ausgeschlagen habe. Alles Zuschauer, wie geht's euch? Was macht da so? Schreibt's gern in den Chat. Dazu ist er da. Oh, hier sind tatsächlich Berglandspeer. Ja gut, ich könnte es jetzt angreifen, aber ich glaube, das ist nicht so im Sinne Gandhis. Oder soll ich die angreifen? Tatsächlich sehr, sehr unsicher. Normalerweise wird ja auch mal die Siegchance angezeigt, aber... Doch, wird ja angezeigt. Also, angeblich würden wir halt gewinnen. Aber... Oh, da sind viele schöne Flächen zum Stadtgründen. Naja, hier unten kommt richtig schöne Fläche. Na gut, hier haben schon welche ihre Stadt. Na gut, dann können wir da ja auch noch eine Stadt hinstellen, wenn wir die irgendwann eingenommen haben. Die Entdeckung eines neuen Kontinents hat gezeigt, dass die Welt voller Handelsmöglichkeiten steckt. Die Entwicklung... Okay, fortfahren. Erstmal gucken, was ist denn das? Warensperke, okay. Nächste Runde. Und da oben kämpfen welche, das heißt, da geht's auch weiter. Bin jetzt schon, also, macht mir jetzt schon wieder ultra Spaß. Einheit benötigt Befehl. Nein, ich werde die nicht angreifen, das wäre dämlich. Ich weiche tatsächlich mehr oder weniger aus. Ich glaube, das ist nicht so dumm. Ich würd die gerne, wenn ich genug Krieger habe, würde ich die gerne platt machen. Weil hier hinten gibt's Pferde, hier hinten gibt's Fisch, da könnte man ein schönes Örtchen aufschlagen. Wobei, wir haben ja Delhi genommen, also nicht Delhi, oh, Gandhi. Und eigentlich ist es ja nicht so ganz Gandhis Sinn, einen Ort einzunehmen, kriegerisch, um Profit zu schlagen, aber na gut. Naja, das ist der Sinn des Spiels. Ja, ich meinte ja nur, es gibt bestimmt auch friedliche Wege, um, kommt erst, das kommt erst später, den friedlichen Weg. Ja, also ich denke, es ist immer möglich. So, wo ist unsere Gruppe da?